Wenn Deutschland neue Waldbrände also noch befürchten muss, haben sie in Südeuropa bereits massive Schäden angerichtet. Zahlreiche Feuer wüten unter anderem in Spanien und Portugal. Dort kamen mehrere Menschen ums Leben. Allein in Frankreich haben Brände rund 17.000 Hektar Wald vernichtet. Zuletzt mussten sich dort tausende Anwohner und Touristen in Sicherheit bringen. Denn weiterhin gefährden Feuer, Mensch und Natur. Schon wieder neue Flammen, schon wieder neue Verwüstung, jetzt sogar in der Bretagne. In Frankreich zerstört das Feuer innerhalb weniger Stunden mehr als 150 Hektar. Angefacht von heißen Winden bei fast 40 Grad haben die Feuerwehrleute hier kaum eine Chance gegen den Rauch und gegen die Flammen. In der Stadt Nantes, wie in vielen französischen Orten, kommt es zu Temperaturrekorden von 42 Grad. Eine Hitze, die vor allem für ältere Menschen und Kranke besonders gefährlich ist. Eine Welle heißer Luft, die über Westeuropa rollt. 40 Grad sind selten, 32, 33, das kommt vor bis 35. Aber wie heute, 42, 43, nein, daran erinnere ich mich nicht, zumindest nicht in Nantes. In Spanien kam in der nordwestlichen Provinz Zamora ein Mann durch das Feuer ums Leben. Bereits am Sonntag starb ein Feuerwehrmann in derselben Gegend. Bei Temperaturen von bis zu 44 Grad wurden in Spanien tausende Menschen in Sicherheit gebracht. Machtlos. Ich fühle mich so machtlos, weil es dafür keine Lösung gibt. Diese Dörfer waren wunderschön und mit einer so angenehmen grünen Landschaft. Und jetzt sehen wir nur noch Asche. Auf der Flucht vor dem Feuer starb ein über 80-jähriges Ehepaar in Portugal, im Norden in Mussa. Das Feuer, durch starke Winde angefacht, brennt hier weiter. Und Europa steuert auf einen weiteren, sehr heißen Sommertag zu. Und wir gehen an die Börse und wir bleiben beim Thema. US-Präsident Biden will, so ein Zeitungsbericht, wohl den Klimanotstand ausrufen. Bettina Seidel in Frankfurt. Warum macht er das und was kann das bringen? Das zeigt ja zunächst mal, wie ernst die Lage ist. Die USA sind nach China die Nummer zwei der Klimasünder der Welt beim Ausstoß klimaschädlicher Gase. Der Grund aber dafür, einen Notstand auszurufen, ist, die Regierung kann dann schneller agieren mittels präsidialer Verordnung. Sie kann also leichter Gelder mobilisieren, um zum Beispiel saubere Energien zu fördern. Da hat Biden gerade einen Rückschlag erlitten. Sein Klimapaket wurde im Senat abgeblockt, angeblich wegen der hohen Inflation, weil die neuen Ausgaben sie weiter anheizen könnten. Das stimmt zwar, die Inflation ist hoch in den USA bei über 9%, aber es stimmt eben auch, dass der Arm der Öl- und Kohleindustrie weit reicht. Dagegen will sich Biden jetzt also stellen und bei einer Notstandslage geht das leichter. Krisenzeit also auch an der Börse. Nach zwei Erholungstagen verliert der DAX heute wieder leicht minus 0,1% auf 12.952 Punkte, auch weil die Notenbanken allmählich Geld aus dem Markt ziehen. Danke, Bettina Seidel nach Frankfurt am Main. Gestern waren es der Chef des ukrainischen Geheimdienstes und die Generalstaatsanwältin, die ihre Arbeitsplätze zumindest vorläufig räumen mussten. Ein ähnliches Schicksal wird nun 28 weitere Mitarbeiter des Geheimdienstes ereilen. Sie würden entlassen, erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Als Grund nannte er unbefriedigende Arbeitsergebnisse. Zudem kündigte er an, die gesamte Arbeit des Geheimdienstes zu überprüfen. Die Auswirkungen des Krieges sind in der Ukraine in allen Lebensbereichen spürbar. Seit fast 5 Monaten gibt es russische Angriffe, werden Menschen verletzt oder getötet. Besonders in den Krankenhäusern verschärft sich die Lage. Vieles fehlt in den Kliniken, Medikamente, Material und Mediziner. Das städtische Notfallkrankenhaus in Kiew. Im 5. Monat des Krieges scheint das ukrainische Gesundheitssystem unter Druck. Offiziell wird das nicht eingeräumt, aber einzelne Ärzte beschreiben den Notstand. Die meisten Ärztinnen haben das Land verlassen, ins Ausland oder in den Westen der Ukraine. In der Mitte des Landes fehlen Ärztinnen und viele Ärzte sind im Krieg. Pflegepersonal ist auch ein Problem. Beim Militär sieht es nicht besser aus. Was ich vom Verteidigungsministerium für die Soldaten kriege, ist ein Erste-Hilfe-Paket. Das war's. Keine Medikamente, keine medizinischen Geräte vom Verteidigungs- oder Gesundheitsministerium. Zu Beginn des Krieges im Februar, März und April, da gab es nur wenig Hilfe von der Regierung und fast nur von Freiwilligen.
Wenn es diese Freiwilligen nicht gäbe, könnten wir viele Leben nicht retten. Ohne Hilfslieferungen von Privatpersonen könnte das ukrainische Gesundheitssystem zusammenbrechen, fürchten Mediziner. Staatsempfang für den türkischen Präsidenten Erdogan. In Teheran trifft er sich heute mit seinen Amtskollegen aus dem Iran und aus Russland, Raisi und Putin. Kein gewöhnlicher Gipfel, vertreten die drei doch durchaus verschiedene Interessen. Das gilt für den Krieg in der Ukraine ebenso wie für das zentrale Thema Syrien. Dort stützen der Iran und Russland die Regierung Assad, Ankara die Opposition. Erdogan plant bereits eine neue Offensive gegen die Kurden in Nordsyrien. Ja, Bernd Niebrücke ist uns aus Istanbul zugeschaltet. Der Bürgerkrieg in Syrien ist das Thema des Gipfels. Was ist da heute zu erwarten? Ja, es trifft sich ja die sogenannte Astana-Gruppe. Das sind die drei Staaten, die dort militärisch und auch mit Personal vor Ort in Syrien sind und dort im Grunde, so heißt es offiziell, nach einer Friedenslösung suchen. Darum wird es wohl nicht gehen. Präsident Erdogan aus der Türkei ist angekommen. Vor ein paar Minuten müsste auch der russische Präsident Putin gelandet sein und da soll es dann heute Abend einen offiziellen Gipfel geben. Bis dahin gibt es bilaterale Gespräche zwischen den einzelnen Gruppen. Und die humanitäre Situation ist natürlich katastrophal in Syrien. Aber das wird wohl leider nicht im Mittelpunkt stehen. Sicherlich wird es Aufforderungen geben, mehr Geld, dass die internationale Staatenwelt mehr Geld bezahlt. Aber eigentlich geht es um die geostrategischen Interessen, so vermuten die Experten. Denn natürlich, auch angesichts des Ukraine-Krieges, möchte Russland seine starke Position in Syrien sichern. Auch der Iran möchte, dass seine schiitischen Milizen weiter Einfluss behalten. Und da ist das Drängen von Präsident Erdogan aus der Türkei, dass er eben seinen Korridor, den er dort in Nordsyrien geschaffen hat, um eben gegen die Kurdenmiliz vorzugehen, erweitern möchte. Er wartet darauf, dass er wieder einmarschieren kann, einen Angriff starten kann. Und dafür braucht er das Okay, natürlich auch von russischer und iranischer Seite. Danke, Bernd Niebrücke nach Istanbul. Danke für diese Einschätzung.